Hallo, liebe Nachtschattenwechsel, ich bin's wieder, euer Otti. Ich bin hier auf dem Washington Bay in Scharpen. Ich habe mir sogar den Ortsnamen mittlerweile gut gemerkt. Nehmen wir die Band Bucketlist, beziehungsweise zwei Mitglieder. Hi erstmal. Hi. Hi. Schön, dass wir da sind. Ja, genau. Ihr seid zwei von fünf Leuten, war es, glaube ich, noch, ja, auf der Bühne. Mhm. Zählen kann ich auch noch. Fünf Leute und noch eine kleine Crew mit dazu, die wir mit dabei haben. Genau. Aber erstmal vielleicht für die Leute, die reinschalten. Es ist ja nicht wie beim textlichen Interview, wo ich schreibe, Sänger, Gitarrist oder keine Ahnung. Mögt ihr mal eben selbst sagen, wer seid ihr und was ist eure Aufgabe in der Band? Ich bin Sebastian und ich bin Gitarrist in der Band und ja, das versuche ich zu tun. Ich bin Chris, ich bin der Sänger und darf ab und zu mal auch die Akustikdampfe für die Herzschmerzballaden rausholen. Ja, sehr cool. Und mögt ihr, ich weiß, man gibt sich ungern ein Genre-Korsett oder irgendwas in der Art, aber mögt ihr mal so ein bisschen grob beschreiben, in welche Richtung eure Musik geht, was ihr euch dabei denkt oder was so die Idee dahinter ist? Es ist relativ kontrovers. Also wir können das widerspiegeln, was die Menschen, die uns halt sehen, irgendwie oft sagen. Wir haben halt alle Leute dabei, die halt sagen, yo, es ist halt irgendwie kein Metalcore. Andere sagen, es ist kein Metal. Die nächsten sagen, ja, es ist irgendwie Rock. Von da haben wir es mal Modern Metal getauft. Weil es halt die Schnittmenge aus allem irgendwie ist so, ne? Wir haben halt mittlerweile ganz schön hart abgenutzt. So ja. Modern Metal oder sowas. Also deswegen, also wenn irgendwer sagt, ey, ihr seid Metalcore, ist alles total fein. So Melodic Metalcore, whatever. So in der Richtung sehen wir uns ein. Also oder fühlen wir uns zumindest wohl. So. Passt auch. Ich muss ja zugeben, habe ich euch ja auch schon gesagt, ich habe leider nicht ganz so viel von der Show mitkriegen können, weil ich halt hier die ganze Zeit am Quatschen bin. Aber ich bin auf jeden Fall vorhin nochmal rein und habe noch geguckt. Hab dich vor der Bühne gesehen sogar. Ja. Hab's auch genossen, war gut, von daher nächstes Mal gerne länger. Aber wenn wir schon mal darüber sprechen, wie habt ihr das Publikum wahrgenommen? Wie ist das hier so auf dem Motion Bay? Ja, krass. Also ich kann mir gar nicht ausmalen, wie das morgen Abend hier wird. Also ne, wenn hier wirklich morgen Abend dann Equilibrium und Set Your Sails auf der Bühne stehen, ey, das wird krass. So, also und also die Halle ist jetzt vielleicht aktuell so zur Hälfte gefüllt. Also es geht nochmal wahrscheinlich. Inzwischen ja schon wesentlich mehr. Also ich würde sagen, 70% ist ja schon voll. So und gerade spielt die dritte Band des Festivals, ne? Und die Leute sind am Abgehen und die haben Spaß und machen Party. Und die haben bei uns mitgesungen, mitgegrölt und was willst du mehr? Das ist geil. Also. Ja, aber gut, ihr habt sich auch gut animiert und habt ja quasi die Leute mit einbezogen. Ich finde, das ist ja immer wichtig, wenn eine Band auf der Bühne steht und. Also zumindest wenn man rocken will und Party machen will, dann muss ja auch die Leute ansprechen, wie du es ja auch genau gemacht hast. Ne? Dass er sagt, komm mal nach vorne, sing mal den Part und so. Ja, gerade wenn du halt kein Heimspiel hast. Ne? Also bei uns in der Heimatstadt geht das schon, ist ein gewisser Automatismus zwischen dem Publikum und uns, weil wir halt, ne, uns lange kennen oder die Leute uns lange kennen, die Shows auch vielleicht kennen. Aber hier waren wir noch nie bei euch oder hier halt auf Motion May. Und da musst du ja irgendwie diese Konversation zwischen den Songs halt haben, zu sagen, ey, komm, ne, wir brauchen euch, ihr braucht uns, lasst uns zusammen eine geile Zeit haben, weil wenn wir unseren Stiefel durchziehen, ihr kennt die Songs halt nicht, ihr gebt uns was, ihr singt mit und merkt dann, ey, vielleicht ist ganz geil und schon hast du halt eine, was du schon meinst, eine Party irgendwo, ne, also läuft immer erschreckend gut, wenn wir das versuchen, von daher. Kleiner Funfact am Rande, wir haben einen Scharpen, das ist ungefähr 10 Kilometer von Braunschweig entfernt und als wir die Anfrage bekommen haben, ob wir hier spielen sollten, waren alle so, ey geil, so ein Festival, 10 Kilometer von Braunschweig und dann war so, nee Leute, ist nicht direkt nebenan. Der Schlimmere war dann noch die Leute, die uns geschrieben haben aus Braunschweig, ja voll geil, dann sehen wir uns ja in zwei Wochen. Nicht Scharpen Braunschweig, ne? Wie nicht Scharpen Braunschweig? Also das war dann auch ein bisschen irritiert, aber wir haben es ja geschafft. Wir sind ja hier. Ja gut, das ist natürlich tatsächlich schwierig, wenn es so Orte doppelt und dreifach gibt, also wie Neustadt. So ja, ja. 20 Mal, ne? Ja, Neustadt, ja klar, spielen wir Neustadt. Oder Halle, ist auch immer sehr gut. Aber das Scharpen hier muss man sich merken. Das ist, also was sie hier auf die Beine stellen, ist unfassbar. Also ich finde es auch, also ich muss dazu sagen, ich kannte das Festival bis vor kurzem auch nicht. Ich habe es halt über meine Begleitung, die halt auch übrigens diese tollen Sachen hier designt, Jessie, die hat die ganzen Grafiken und so für das Festival gemacht. Und die meint, ey, willst du nicht auch Interviews machen? Ich so, ja, klar, ne, alles mitnehmen. Ich mag ja gerade auch diese kleinen Events besonders gern, wo man eben dann auch mal kleinere bis mittlere Bands irgendwie treffen kann und so. Aber das Krasse ist ja hier wieder, es ist halt familiär. Aber es ist halt unfassbar professionell organisiert. Ja, und das ist halt eine Kombination, also die sorgt halt dann auch für Qualität und die sorgt halt dafür, dass halt eben jetzt am Samstag da halt Bands spielen normalerweise, ne? Die siehst du halt eben. Fanstream, teilweise auch im Ringwacken, das ist ja schon prominente deutsche Szenenamen. Also
krasser. Also auf jeden Fall, wir sind hergekommen, super gekümmert worden, professionell Aufbau, Ausladen, Spielen, Abbau, Bühnenbild, Sound. Sound ist also Wahnsinn hier. Relativ laut, finde ich, muss man sagen, hört man das sogar hier mittlerweile. Ja. Aber wir sind, also ich habe schon am Merch gesagt und anderen so, ne, also 9 von 10 oder 10 von 10 ist es auf jeden Fall. Also das gibt weniges, was ich verbessern wollen könnte oder müsste. Es ist halt der Pool fehlt, der Jacuzzi. Aber ja, genau, also für nächstes Jahr ein Jacuzzi. Und dann, aber ansonsten ist es halt schon ein echtes Jahreshighlight. Ne? Also es ist halt nach so einer Bühne halt quasi zurück halt auf eine kleine Bühne zu gehen. Das ist halt schon immer das, also klar, kleine Bühnen sind auch geil, so, aber das, was man hier halt auch vom Publikum bekommt und die große Bühne, die Lichtshow und so, ist halt einfach geil. Aber da kann ich natürlich dann einhaken, was waren denn sonst so Highlights, die ihr bisher schon abfeiern konntet? Wir haben auf Metal Frenzy gespielt letztes Jahr, da spielt auch hier Knokato zum Beispiel, also die meisten kennen wahrscheinlich von der Zuhörerschaft Metal Frenzy, das war so... So letzte Instanz Knokato waren letzte Instanz, genau. Dieses Jahr ist ein Agnostic Front, ich weiß gar nicht, also glaube ich jetzt 25-Jähriges oder 30-Jähriges. Ja. Aber die haben ein relativ prominentes Line-Up schon am Start jetzt. Mhm. Durften letztes Jahr auch auf dem Samstag spielen, das war dann auch schon weitläufiges Gelände, relativ groß, sehr professionell organisiert. Das war schon so unser Highlight vom letzten Jahr. Also ne, mühsam jetzt das Eichhörnchen, das wird langsam immer alles ein bisschen größer. Und das ist dann einfach schön zu sehen, ne? Aber über Jahre ist halt immer Highlights. Ne? Ob es jetzt kleine, die ersten Clubshows waren, wo wir mitgesungen haben, bis hin zu, jetzt spielst du so eine Halle mal mit Feuerwerfern und allem. Das ist schon cool, macht Spaß. Ja, das hat mich allerdings auch überrascht. Die haben ja wirklich für alle Bands auch so ein bisschen Pyro da eingeplant. Ja. Also und vor allem, also ich muss gestehen, es war heute mal, also diese, ne, es gibt ja einmal diese Sparkles, ne, so diese Funken und so, dieser Feuer, also dieser Feuerregen. Und dann gibt es ja diese großen Flammen. So. Und das, ich muss gestehen, heute, das war halt meine erste große Flamme. Also außer dir. Lass das nicht die Band hören. Nee, also außer euch. So, und dann stehst du halt davor und denkst so, yo! Okay, wenn das von vorne so geil aussieht wie von hier, so, dann ist das schon echt eindrucksvoll. Ja, krass. Und das feuern die halt von Anfang an ab. Also. Ja, nicht nur für die Headliner, sondern wirklich, alle kriegen so ordentlich Show. Finde ich auch super, finde ich immer wichtig, dass da nicht irgendwie Abstufungen gemacht werden. Ist halt super paritätisch, ne, in allem. Also es wird sich um alle gleich gekümmert, alle kriegen halt denselben Service, ne, ob das die Sparkles sind, ob es die Flamethrower sind, so. Da wird kein Unterschied gemacht, ob es der Headliner ist oder ob wir das sind, die halt als zweites am heutigen Tage spielen durften. Schon cool, also wirklich. Auf jeden Fall. Cool. Dann lasst uns aber natürlich auf eure Musik mal noch ein bisschen kommen. Ich habe hier meine Notizen gemacht, also ihr habt ein Album bisher, ne? Mhm. Das Test Settled. War so, wann war das? Habe ich das auch? Das habe ich jetzt nicht. 19, ja. Stimmt. Genau. Hätte ich mir merken können. Ja. Egal. Aber da vielleicht noch mal kurz einen Rückblick irgendwie. Einfach nur mal ein bisschen erzählen, was waren da so die Themen? Wie habt ihr das so zusammengearbeitet? Wie ist überhaupt bei euch das Songwriting? Ja. Können wir auch mal ein bisschen drüber. Also das Settled ist ein Album, das ist entstanden in der Zeit, als Chris in die Band eingestiegen ist. Also wir haben vorher halt eine Band halt eben zusammen halt gehabt, haben locker halt zusammen gespielt. Und als Chris in die Band gekommen ist, hat das halt für uns allesamt richtig gezündet. Wir hatten halt einen Haufen von Songs und haben gesagt, okay, wir machen da jetzt erstmal ein Album draus. So. Und tatsächlich haben wir von dem Album heute auch nur zwei Songs gespielt, also ne, das heißt halt eben, wir haben uns halt in der Zeit jetzt halt schon weiterentwickelt, so, weil es war so eine Zusammenstellung von der Situation, in der wir damals waren, so. Es ist ein bisschen rock'n'rolliger, das Album, es ist ein bisschen hardrockiger, weil es da so damals so der Zeitgeist war von dem, was wir so gemacht haben und war auch so eine Momentaufnahme, es war gut halt, das genauso zu machen, um halt zu sagen, so, wir machen jetzt hier einen Cut, wir nehmen die Songs, haben was, so, und damit, ne, zum Beispiel bewerben wir uns, so, oder damit gehen wir in die Außendarstellung. Wenn ich da reingrätschen, das war ja auch irgendwie so ein paar Songs, gab es ja, wie gesagt, es gab ja schon eine lockere Formation mit meinem Sänger, und das war halt eine ganz andere stimmliche Orientierung, die es da gab, ne? Also viel höher als meine, keine Shouts, keine Growls, Screams, so, das heißt, wir konnten ja einfach noch als Band, als der Zug kommen durfte, facettenreicher werden, haben halt dann die alten Songs genutzt, die wir dankenswert auch übernehmen durften, so in Teilen, Songs, die wir zusammengeschrieben haben dann, dass wir gemerkt haben, nachdem das Album fertig war, wo wollen wir denn strategisch hin, was wollen wir denn insgesamt? Und da wir dann alle ja generell schon etwas härtere Musik hören, so die Schreimusik, können wir das, glaube ich, dann ganz gut nutzen, dass wir jetzt, wenn man halt uns verfolgen sollte, wer jetzt Interesse hat, gerne mal das Settled hören, die neuen Sachen hören, die sind schon ein bisschen doller, so vom Stil her. Ja, genau, das ist jetzt die neue EP, ist jetzt Save My Soul, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ne? Ja. Wann war die, das
ganz frisch jetzt, ne? Genau, die ist vor vier Wochen. Also so ein bisschen geht mir die Zeit verloren gerade. Ja. Wann was war? Wir haben 15.3. Wir haben vor, echt schon März. Also wir haben im März in Saalfeld gespielt. Das war der erste Gig dieses Jahr und wir haben halt gesagt, wir wollen halt eben zum ersten Gig dieses Jahr, wollen wir halt ein bisschen was rausbringen. Und da haben wir halt eben die Sachen zusammengefasst, die wir jetzt gerade haben, haben noch ein paar Akustikversionen drauf gepackt, die wir tatsächlich live gespielt haben. Also während des Lockdowns. Genau, das ist eine Live-Session gewesen im Zuge für, weiß nicht, ob November irgendwem was sagt. Also November mit, genau. Da schon so Schnurrbart stehen lassen für welche Krebsart? Hodenkrebs von Männern und generell halt die mentale Gesundheit von Männern im Allgemeinen. Genau, und in dem Zuge haben wir halt eben, da haben wir ein Konzert gespielt, rein akustisch. In dem Zuge haben wir halt ein paar Songs auch aufgenommen und dann haben wir halt, nachdem wir die jetzt auch liegen hatten, haben wir halt auch gesagt, ey... Drauf damit! Genau, drauf und ehrlich gesagt sind sie, also ich habe sie mir ein paar Mal durchgehört und habe gedacht, ey, es ist einfach auch zu schön, um sie nur auf der Festplatte zu lassen. Und dann schmeißen wir sie mit halt eben auf die EP mit drauf. Ich fand es auch richtig cool. Es hat mich überrascht, weil es natürlich im Kontrast zu der restlichen Musik steht, wobei ist ja bei Akustik und Rock immer so ein bisschen... ein bisschen war was Folkiges auch darin, fand ich. Also es hatte echt so einen leichten Folk-Touch. Also könnt ihr noch eine zweite Karriere eigentlich aufbauen, ne? Also ein paar Sachen auch bei dem Konzert, was wir da gespielt haben, die waren tatsächlich so mit so einem leichten Country-Touch und ein bisschen Folk-Rock-Touch. Und das liegt aber auch einfach darin, dass wir so unterschiedliche Einflüsse haben in der Band. Also ne, da kommt halt was Poppiges mit rein, da kommt was Folkiges mit rein, was Rockiges so. Und dann ist es natürlich halt bei so Akustik-Sachen einfach schön, dass man das so ein bisschen laufen lassen kann und dann gucken kann, was halt eben bei rauskommt bei den Songs. Ja. Und ganz ehrlich, ich kenne viele Musiker, die sagen, ein Song, der nicht auf Akustik, Gitarre und Gesang funktioniert, der taugt nicht. Jetzt genau. Ja, genau. Sehe ich genauso. Also ein guter Chorus, ne, eine gute Melodie, die muss auch so funktionieren. Ja, sehr cool. Und das heißt aber natürlich, jetzt ist nicht direkt wieder das nächste Release geplant. Damit werdet ihr jetzt müssen erstmal versuchen, Live-Shows zu spielen oder arbeiten wir schon. Geht direkt weiter. Ja. Geht direkt weiter. Also wir haben, die EP ist ja so eine Zusammenfassung letzten Endes der ganzen alten Singles. Also die Singles sind ja schon über die letzten anderthalb Jahre gestreut. Die EP wird ja bei Spotify also gemacht. Das ist ja keine richtige EP im Sinne von, wir haben jetzt das noch Vinyl oder CD, sondern das wird einfach zusammengefasst in einem Rahmenwerk, damit es halt, das für den Hörer ein bisschen schöner ist. Du musst nicht die ganzen Songs einzeln anklicken, sondern hast halt ein Potpourri so, ne, wo du dich durchhören kannst. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, jetzt dieses Jahr nochmal so mindestens zwei Songs rauszuhauen, zwei Singles. Im besten Fall auch mit Musikvideos, sind auch schon in der Planung, am Machen, Drehen. Die Aufnahmen sind auch schon fertig, die liegen schon gemastert rum. Also jetzt nur noch vorgearbeitet ist, muss nur noch released werden im Prinzip. Wir planen schon quasi nächstes Jahr eher. Was kommt nächstes Jahr raus? Mhm. Sodass halt ne, im besten Fall so im Sommer nochmal einer kommt, dann Anfang Herbst, beziehungsweise Ende Herbst, Anfang Winter kommt noch einer. Und dann gucken wir mal weiter, wie wir da vorgehen. Also wir haben halt für uns auch gesagt, so, wir machen erstmal so diesen, wir gehen erstmal den Weg, dass wir halt eben auch, wenn wir Songs haben, von denen wir überzeugt sind, die nehmen wir dann auf und die bringen wir erstmal raus. So. Und sobald wir halt genug zusammen haben, dann werden wir auch wieder ein Album halt draus machen. Dann wird es das auch halt auf CD, Vinyl oder wie auch immer dann zu kaufen geben. Aber es hängt auch ein bisschen vom Interesse ab. So ist halt für uns halt wir sind halt in einer schönen Situation, dass wir halt eben, wir schreiben einen Song, der hat auch eine gewisse Aktualität für uns. Und den wollen wir natürlich auch zeitnah rausbringen. So, denn na, wir wollen halt nicht irgendwie 3 Jahre oder 2 Jahre, keine Ahnung, warten, bis der Song raus ist und vor allem, wir wollen die Songs halt auch live spielen. So, ne? Und es macht halt keinen Sinn, irgendwie Songs auf Halde zu haben, die wir geil finden und dann halt die nicht zu spielen. Das sind wir irgendwie nicht, haben wir auch festgestellt. Zu ungeduldig für. Ja, genau. Das ist nicht unser Weg. Ja, das ist aber, ne, Zeitgeist ist auch mal ein gutes Wort. Ich glaube, allein schon durch die Streaming-Dienste, aber auch durch das Konsumverhalten der Leute ist es auch mehr so, dass man heutzutage Single und dann kann man ja was draus formen, eine EP oder ein Album, ne? Genau. Kann man ja noch ein paar Songs dazu packen, die noch irgendwo in der Reserve waren, dann hat man wieder was Schönes. Oder halt ein paar Special-Versionen, nochmal eine Akustik-Version und so. Also das sind so Sachen, die man sich dann halt noch mit dazu ausdenken kann. Und also da gehen uns die Ideen halt auch nicht aus. Also da haben wir noch ein paar Ideen auf Lager. Aber halt eben für eine Band wie uns ist es einfach, es macht halt keinen Sinn, sehr lange zu warten, Material sich irgendwo in die Schublade zu legen, was man dann halt 2 Jahre später irgendwann dann überraschend auspackt. Das, wie gesagt, das macht für uns. Es wartet ja keiner auf uns. Ne? Genau. Es ist jetzt nicht so, dass wir haben halt ein paar Leute, die uns auch schreiben auf den sozialen Medien, sagen, da kommt was Neues raus, die schon interessiert sind. Auf Konzerten, die fragen, ey, letztes Release war jetzt vor einem halben Jahr, gibt's was Neues? Das ist schon so, aber es ist jetzt nicht so, dass die breite Masse wartet, ne, wie beim nächsten, was ich, Metallica-Drop, ne, wann kommt das Album raus? Ja. Oder, ne, die sagen, gut, ne, macht wir meinten, wir können, Hauptsache es wird gut. Wir haben ja nicht die Verpflichtung,
oder die Erwartungshaltung von unseren, die Leute, die uns gut finden, ich finde Fans immer ein schwieriges Wort, dass wir es machen müssen. So, ne? Wenn wir es tun, freuen sich immer alle, wir freuen uns auch am allermeisten, denke ich. Aber wir müssen, sind halt nicht gezwungen, halt, ne? Dann ne, muss es raushauen, aber auch, ne, die Brötchen backen, raus. Ja. Wir machen halt die Sachen, wo wir Bock drauf haben, die kommen dann raus, wenn wir sie gut finden. Und momentan ist es halt so, dass die Leute es auch cool finden. Und das ist gerade schön, kann sich auch jederzeit ändern, keine Ahnung. Aber wir fünf plus der Rest, der zugehört, die sind happy und ich glaube, das ist der richtige Weg so für uns in dieser gerade total krassen Musikwelt, die es gerade gibt. Du hast es angesprochen, ne? Wie Streamingdienste, Loch und Löcher, ist alles super günstig, total verfügbar. Du wirst überschwemmt, ne? Wenn du dann bei Spotify, Schleichwerbung, den Release-Radar aufmachst, kriegst du ja sofort jede Woche da 50 Songs reingerömert, wo du auch denkst, ja, wann höre ich die denn? Und davon sind ja auch ein Haufen guter dabei, ne? Also es ist ja ich wirklich... Letzten Sonntag, guck, bei mir waren wirklich, da waren bestimmt 20 richtig krasse, gute Songs bei, wo du auch denkst, boah, da musst du dagegen bestehen irgendwie, ne? Weil das ist schon eine krasse Welt, in der man als Musiker, Musikerin gerade unterwegs ist, um überhaupt gehört zu finden, sich zu positionieren, überhaupt an Festivals zu kommen, ist gerade wirklich sehr... Es ist nicht umkämpft, also die Bands arbeiten nicht gegeneinander, aber es ist halt wirklich sehr viel Musik und es ist alles sehr schnelllebig halt, ne? Ja. So, das ist so mein Eindruck zumindest, den ich habe. Ja, kann ich aus meiner Berufserfahrung auch sagen. Ich meine, ich bin ja Musikjournalist und kriege halt jeden Tag halt, ist nicht übertrieben, 50 bis 100 Mails, die irgendwie damit zu tun haben. Da ist wieder irgendwas News oder tralala oder Bands, die wirklich anfragen, ganz lieb, ja, könnt ihr nicht was schreiben oder machen? So. Und dann müsste ein Team mit 3 Leuten, sag ich mal, ne? Und jeder muss auch noch irgendwie sein Geld woanders verdienen. Also die verdienen damit natürlich jetzt auch leider nicht viel Geld. Und dann, kannst du gar nicht allen gerecht werden. Ne? Dafür finde ich dann sowas zum Beispiel wieder gut, wo man dann eben einfach sagt, okay, jetzt sehen wir uns lass mal quatschen. Ja. Und so lernt man sich kennen. Hm? Aber also, ne, ich habe vorhin lustigerweise mal eine Zahl gehört, was hier Veranstalter hier von Motion May halt für nächstes Jahr schon an Bewerbungen haben. Das ist ja, also ne, diese Bewerbungszahl, so, dann weißt du ja, davon sind ja auch mindestens die Hälfte ist schon mal sehr gut. So, ne? Also es ist ja mittlerweile so, also jede junge Band ist, also viele sind halt einfach gut. So, ne? Es ist ja kaum noch so, dass du halt eben ne, Jugendzentrumsbands hast, die, wo du das Gefühl hast, ja okay, ne, gebt euch noch mal so ein bisschen Zeit, aber mittlerweile sind die halt alle saugut, die sind fantastisch an ihren Instrumenten, saugut im Songwriting, ne, auch facettenreich, ne, so zwischen Pop, Rock, Metal, also ne, auch spielerischer mit den Genres und so. Und da hast du halt als Festivalveranstalter, du kannst halt auf den Vollen schöpfen, so richtig. Also. Ja, beziehungsweise ich kenne auch Festivalveranstalter, die sagen, bitte bewerbt euch nicht, wir suchen wirklich, wir schreiben euch an. Genau. Lohnt sich nicht, hier was hinzuschicken, wird nicht beachtet. Ja. Ne? Also. Ist natürlich schade, ne? für sehr viele sehr gute Bands. Aber ist der richtige Weg. Ne? Also, du machst eine Erwartungshalt, du schickst das hin. Ne? Wir haben es ja auch manchmal, wir haben es letzte Woche das gehabt, wir haben es hingeschickt. Dann kriegst du nicht mehr Absage halt. Ne? So, ne? Das, wir haben es ja auch, wir werden angefragt. Das ist total schön, das ist auch eine total super Situation, die wir haben. Das ist auch inzwischen angefragt werden manchmal, nicht immer, manchmal. Und zwar zum Bewerben. Und dann gibt es halt Veranstalter, Veranstalterinnen, die halt dann sagen, jo, hat nicht gepasst, so, ne, alles gut. Und sagt, super nett, dass du das machst. Ich schreibe auch ganz klar rein, ey, wir hatten 800 Bewerbungen, wir schreiben jetzt nicht rein, warum. Ne? Und das ist vollkommen fein, ne? Aber trotzdem hatten wir letzte Woche ein Erlebnis, wo auch mal hätten wir absagen können zumindest, ne. Aber ich verstehe auch jeden, der sagt, ganz ehrlich, ich sitze mit meinem, wie bei dir, ne. Bei ehrenamtlichen Team, wir machen das irgendwie, wir wollen Rock'n'Roll, Metal irgendwie am Leben halten so ein bisschen, wir machen das ehrenamtlich, wir werden eh nicht reich, jetzt muss ich 800, 900 Bands schreiben, warum nicht? Ja. Ich muss hier planen, Steuern machen, Kapazitätssteuerung und so weiter und so fort. Ich verstehe da jeden, der sagt, du, ich schaff's nicht, ne, weil es ist der Wahnsinn, also der Markt ist echt super qualitativ, aber auch voll. So, ich glaube, da ist gerade Holz und Braunschweig super viele Bands, alle auf sehr guten Level, wirklich. Ja. Also da gibt es keinen, wo ich sage, boah, das ist aber hier. Und halt auch durch die Genres durch, ne? Ja, also wirklich, also ob das halt ne, Punk ist bis Metal. Ja, auch hier, guck mal, die alle liefern hier sackstark ab, wo ich sage, ja, die könnten auch alle irgendwie jetzt Backen zocken, aber mal locker. Ne? Das würde jetzt. Naja, macht ja die eine oder andere. Ja, das stimmt auch, aber ne, das ist schon krass. Ja, da kann ich einhaken, zum Beispiel Dustbolt, die gerade auf der Bühne sind. Ja. Mit dem Lenny, mit dem Sänger, hatte ich im Januar schon mal ein. War auch so ein Zufallsding, einfach mal reingehört, ach komm, jetzt machst du mal was, so ein Online-Call. Und er meinte auch, also sie versuchen so ein bisschen die Speerspitze von jungen Bands werden, weil einfach, ne, Backen ist ja ein gutes Beispiel. Ja. Es gibt halt diese großen Namen, die auch immer noch alles, alle die Line-Ups irgendwie füllen. Und darunter gibt es so ein breites Feld, wo viel Gutes stimmt, aber die haben es wahnsinnig schwer nach oben zu kommen, weil die Leute auch dann wieder nur die großen Namen hören, als Headliner hören wollen. Also die mögen auch was. Aber dann wieder sagen, es gibt ja keine jungen Bands, die mir nachkommen, wo ich mir denke, ja, also. Geh doch mal auf die lokalen Konzerte, geh doch mal aufs Motion Mail, geh doch mal auf die kleinen Clubshows, die halt nur 15 Euro kosten statt 120 Flocken. Ja. So, und dann kannst du Bier für 3 Euro saufen, guckst dir 3 Bands an und wirst safe einen dabei haben,
der Leute Lokallieblingsband ist. So, ne? Ja. Aber bitte beschwer dich nicht. Bitte mach es nicht und sag, ja, es gibt doch nur noch irgendwie die großen drei. Danach gibt es ja in Deutschland nichts. Na ja, dann öffne halt wie deine Kanäle, ne, die Augen aufmachen, gehen mal anders hin und nicht nur halt in die großen Arenen. Aber es, so. Also da muss man halt auch sagen, es gibt halt wirklich mittlerweile auch einen Haufen von Festivals, die so ein bisschen dagegen steuern, ja, die genau das halt eben mischen, ne? Also halt eben Mosh & May, zum Beispiel das Metal Frenzy halt ne, auch, das ist ja auch so ein Beispiel, die ja, ne, also ich hatte auf Metal Frenzy meinen absoluten Fanboy-Moment, wo dann halt auf einmal Letzte Instanz und Knorkator da sind und die höre ich halt seit 20 Jahren. So, ja, du bist doch erst 22. Ja. Genau. Was soll das? So, auf dein Wohl, ne? Ja. Und dann denke ich halt, und das ist halt geil. Ne? Also es ist halt geil, dass sie halt eben das mischen, dass sie halt eben Bands aus der Region nehmen, irgendwie, sie mischen das, sie mischen halt eben Bands, von denen sie wissen, okay, du kannst die da halt platzieren und weißt, okay, du kriegst, ne, hast ein geiles Line-up für ein Festival, aber du gibst halt eben den Bands aus der Region auch eine Chance. Oder überregional halt. Und ne? Davon gibt es halt eine ganze Menge mittlerweile Festivals und da lohnt es sich total, die Augen aufzuhalten, weil das sind halt wirklich die, wo es auch wirklich als Zuschauer richtig Spaß macht. Ne? Weil du okay. Da unfassbar viel geboten bekommst und du wirst immer wieder überrascht. Ja, kann ich ja zum Beispiel auch anbieten, das Rage Against Racism bei uns in Duisburg. Mhm. Ist halt auch so, umsonst und draußen, ein super Line-Up, immer so zwei, drei echt gute, große Namen irgendwie und dazu dann viel aus diesem, sag ich mal, breiten Feld, ne, was auch gut ist, bis hin zu Newcomern aus der Umgebung. So, ja. Das ist eigentlich mal ganz toll. Und das bringt mich dann zu einem Thema, was wir noch ansprechen können, weil ich glaube, ihr habt auch eine Haltung. Hat zumindest irgendwie, war das der Bassist oder der andere Gitarrist? Ich bin jetzt gar ein bisschen... Ein Fuck Nazis T-Shirt angab zum Beispiel. Der Bassist, ja. Ja, genau. Ne? Das heißt, finde ich ja schon mal gut, wenn man es auch nach außen trägt. Das heißt, ist wahrscheinlich für euch als Band auch wichtig, da sich zu positionieren. Klar, also Faschismus, Segregation, also ne, irgendwie Menschen trennen vom Mainstream der Gesellschaft, also auszuschließen einfach, das ist nicht das, was wir tun. Ne? Wir haben immer, wir reden mit jedem. Wir haben damit so gute Erfahrungen gemacht, ne, so reden auch miteinander. So, das ist halt die letzte Scheiße. So, ich verstehe halt nicht, wie man dieses Gedankengut haben kann. Wir verstehen es nicht. Wir sind total weltoffen. Also, ne, wir als Backenstein stehen für eine ganz offene Welt. So, und wir sind total gegen Menschen, die einfach sagen, verurteile jemanden schon vorab. Ich wollte generell Menschen oder ich drohe denen physische oder psychische Gewalt an, weil sie nicht in mein kleines Weltbild passen. Das ist nicht das, was wir machen. Von daher ist Inge mit seinem Fuck-Nazi-T-Shirt, was er immer trägt, bei jedem Auftritt, ich hoffe, es wird gewaschen regelmäßig. Wahrscheinlich hat er so einen Schrank, wo die... Dorst, zack, zack, zack. Es ist auch so, wir sind jetzt, textlich sind wir nicht sonderlich politisch. Also ne, wir, unsere Texte, oder vor allem deine Texte beschäftigen sich mit persönlichen Themen. Trotzdem ist man halt als Künstler, hat man trotzdem eine Haltung und hat man auch eine politische Haltung. Ich bin das kann jeder gerne anders sehen, ich persönlich bin ein Freund davon, zu sagen, man kann nicht immer Kunst und Künstler voneinander trennen. Und auch, ich bin immer der, der ich bin auf der Bühne. So. Und, wir spielen ja keine Rollen auf der Bühne, sind ja ganz anders. So. So, ich bin wahrscheinlich auf der Bühne der ehrlichste Mensch überhaupt. So, ich bin ehrlicher als in vielen anderen Bereichen in meinem Leben. Und da geht's mir dann halt auch darum, dass man durchaus auch nach außen trägt, wofür man steht. Und das ist halt eben eine weltoffene Haltung und auch ein Bekenntnis halt zu einer weltoffenen Haltung. Und mir persönlich ist das wichtig, dass man das halt auch zeigt, so. Auch wenn man das nicht in der Musik immer ausdrücken kann, ne? Weil es halt, ne? Also dir geht es ja auch ne? Also man schreibt halt über Themen, die einen bewegen. Und ich finde zum Beispiel, über politische Themen zu schreiben, finde ich total schwierig. So, also, ne? Also Texte halt eben... Im Endeffekt kannst du ja quasi auch nur klare Plattitüden raushauen, weil du sagst, ne? Du kannst ja keinen politischen Diskurs anfangen in deinem Songtext, der den kompletten politischen Konsens deiner Mitstreiterinnen, also der Band irgendwie noch kanalisiert. Weißt du, ja, Chris hat geschrieben das heißt, der Backelis denkt das. Und dann sagt einer, ja, teile ich, aber ich denke, deswegen, also ich finde es schwierig so, weil wir sind eine Band, wir treten als eine Band auf, es ist ja nicht irgendwie Chris and the Gang, sondern es ist ja Backelis. So, und alles, was wir zusammen machen, dafür stehen wir auch zusammen. Ja. Und deswegen schreiben wir halt auch nicht irgendwie, was du schon meinst, halt, ne, so Plattitüden-Texte und sagen, hier, Hauptsache irgendwie, der Kasten ist irgendwie da, aber das große Ganze fehlt. Ja, verstehe ich absolut. Und trotzdem sind wir halt
politische Menschen. Ja. Das, und das legst du auch nicht ab, wenn du auf eine Bühne gehst. Ja, jeder Mensch ist politisch. Ja. Finde ich halt auch gut. Und wie gesagt, man kann es ja eben auch auf so einen Weg raustragen und, oder halt einfach mal drüber sprechen in einem Interview, ist halt ein anderer Rahmen. Ja. Da kann ja jeder auch als Individuum zum Beispiel wieder seine Meinung sagen und so. Da finde ich super. Einfach nochmal ein Pluspunkt, warum ich mich freue, dass wir hier quatschen und das Interview machen. Jetzt wollt ihr aber bestimmt auch gleich noch ein bisschen Party machen. Das machen wir. Das ist ja Hörensagen. Ich habe gehört, da soll so eine Rage Against Machine Coverband gleich spielen, mit denen ich auch noch gleich quatschen werde. Und ich glaube, da freuen sich sehr viele Leute drauf. Einfach mal so ein bisschen Killing in the Name live. Ne? Ich bin so gespannt. Ich habe Rage mal beim Rock im Park gesehen. So, und das war krass. Also ich habe hinterher eine Rippenprellung gehabt von dem ganzen Ding. Das war ziemlich übel. Aber also da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Also wir werden auf jeden Fall heute uns ein kleines bisschen die Schuhe besohlen. Und bis morgen leider früh los, aber so ein bisschen Aftershow ist drin. Genau. Dann das Hotel irgendwie mal kurz rüber duschen, glaube ich. Ist wohl allen notwendig. Und dann. Es kommt drauf an, wer mit wem im Bett das stimmt. Nächtigt. Ja, aber wird ein guter Abend. Wir haben richtig Bock drauf. Ja, ich auch auf jeden Fall noch. Dann lasst uns jetzt so langsam zum Ende kommen. Eine Frage muss ich stellen, die habe ich mir auch aufgeschrieben. Und zwar, was sind die wichtigsten Punkte auf euren Bucketlist? Es ist sauwitzig, dass bis jetzt noch niemand die Frage gestellt hat, oder? Also nee, wir haben offensichtlich, das ist ein Elfmeter, aber was ist mit euch los? Es ist wirklich voll der Elfmeter, aber bis jetzt hat er noch, also du hast ihn jetzt verwandelt. Wir haben uns, glaube ich, als Band nie so ein Die-Hard-Ziel gesetzt, zu sagen, du musst das geschafft haben. So. Ich glaube, wir sind alle relativ vereint, in dem Bestreben größer zu werden, aber halt in dem Rahmen, wie es ist, also als Freunde, die halt irgendwie mit unserer Crew, wir sind ja mit 8, 9, 10 Leuten teilweise unterwegs, das ist ein total freundschaftliches Ding, wir machen das alle zusammen. Und wenn das halt irgendwie langsam, aber sicher, ne, wie das Ding jetzt hier, Let's Metal Friends, immer größer wird, vom Jugendzentrum weg, sich professionalisiert und dann halt vielleicht noch irgendwie auf meiner namhaften Bühne endet mal, ne? Also Karneval, Wacken, Zocken wäre halt schon geil, ne? Oder halt Rock im Ring, da würde keiner Nein sagen von uns. Aber uns, glaube ich, wichtig, dass wir halt zusammen das machen können, in dem Team, wie wir unterwegs sind, so, ja. Dass es sich gut anfühlt und wir haben jetzt keine, ist noch realistisch, ne? Wir sind jetzt ja nicht irgendwie 18-Jährige, die halt noch sagen, okay, das ist das Game, so, ne? Wir machen das, weil es uns Spaß macht, weil wir halt zusammen beste Freunde sind und wenn das halt langsam hier entwickelt, ist das, glaube ich, das Größte an der Bucketlist, so auf meiner zumindest, ich will ja nicht voransprechen. Ich finde das krass an der Bucketlist tatsächlich eben, dass wenn auf einmal Dinge passieren, die man sich nie vorstellen konnte, dass sie passieren. Zum Beispiel, dass Leute einen Song mitsingen. So. Also, ne, das heißt, man schreibt eine Textzeile oder man hat eine Idee und auf einmal stehst du halt bei so einer Veranstaltung und es sind Menschen da, die auf einmal das mitsingen oder halt eben auch Menschen, die hinterher zu einem kommen und sagen, ey, das hat mir was bedeutet. So. Und das hatte man auf seiner Bucketlist, also, ne, und auf einmal stellt man fest, oh, okay, krass, also da mache ich ein. Also ne, ich kann da gar keinen Haken hintermachen, weil es halt ein so schönes Gefühl ist, dass ich das immer auch da drauf stehen haben möchte. So, ich möchte immer dieses Gefühl drauf stehen haben, dass irgendwann mal jemand halt eben ankommt und sagt, mir hat das was bedeutet. Auch jemand, auch jemand sagt, okay, die Textzeile, ey, die ging mir nah oder ich habe eine oder gute die, Zeit gehabt. Die und junge Dame gerade eben beim Merchandise nach unserem Set, wir haben ja schon gespielt. Ich war Merchandiserer schon, da kam ein junges Mädchen, junge Frau hin und hat mir ein Bild gemalt. Aber weil halt die Texte oder halt ne, irgendwie uns ein Bild gemalt, weil halt die Texte was bedeuten, dann stehst du da und denkst, oh, ist ja irgendwie krass cool. So. Ne? Dann händet dir jemand, was selbst gemalt ist, aus, was für uns ist so. Und du kannst das gar nicht greifen, was da gerade passiert. Ne? Und du bist ja total erfüllt von irgendwie, wow, das ist total krass. Du bist aber trotzdem in einer ganz komischen Situation, weil du denkst so, wie verhalte ich mich denn jetzt? So, ne? Also ich bin ja selber gerade voll der Fan davon, aber du bist ja auch irgendwie der, der gerade was krasses gemacht hat, in ihren Augen. Mhm. Aber es war auch gerade total, ne, also da standen gerade eben. Das war auch ziemlich heftig. Ziemlich, so. Also das war sehr emotional und das war auch ein, und das sind halt Dinge, die tatsächlich auf einer gewissen Art auf einer Bucketlist stehen, aber auch immer, also nicht leider, also die werden immer darauf stehen bleiben. Ja, die hakst du nicht ab. Und wir haben halt das große Glück, dass wir mittlerweile solche Dinge erleben dürfen. Ja. Und habt ihr denn noch irgendwas, was ihr so frei loswerden wollt? Liebesgrüße oder irgendeine Botschaft? Mhm. Küssen untereinander, mir ein Kuss. Ich habe jetzt gerade nichts. Ich bin ja mal bei Kernschrott, wie umziehen, aber nur. Das heißt, ihr macht ja schön, wie gesagt, ein bisschen runterkochen. Ja, also das Essen. Ich habe mir einmal umziehen, was essen gegessen. Das Essen, ich kann vor Ort immer nichts essen. Das Essen, kurz mal wie ein trockenes T-Shirt anziehen, kurz mal das Gesicht waschen.
trockenes T-Shirt anziehen, andere Hose anziehen, die nicht ganz so vollgeschwitzt ist und dann kurz mal runterkommen und den Abend so reflektieren. Dann abfeiern. Und dann, wenn man halt sich so, ne, merkt, der Körper ist wieder entspannt, dann auch mal den Abend genießen, mal so reflektieren, was ist gerade passiert, ne? Weil dazu kam ich gerade noch gar nicht so richtig. Entschuldigung. Nee, alles gut. Nein, es gehört auch alles dazu, ist auch total cool, dass wir das jetzt machen, aber ne, du merkst auch dann so, boah, jetzt musst du dich mal hinhauen, ne? Mhm. Also man muss halt bestimmte Eindrücke auch verarbeiten. Ja, klar. Das ist, also das gehört auch dazu. Bei mir ist das so, zum Beispiel halt auch so, ne, ich habe halt, also ne, ich liebe das halt auf der Bühne zu stehen, aber ich habe ein totales Hoch auf der Bühne. So, und ne, ich neige halt dazu, danach halt auch so ein bisschen so eine Nachbühnenmelancholie zu entwickeln und so. Und das muss man erstmal alles irgendwie so auf einen Nenner bringen. Also was ich sagen kann, ist, glaube ich, noch ein großes Dankeschön an die ganzen Menschen, die es mit uns durchziehen, immer an die Crew, wo wir alle wissen, die gemeint sind, die uns begleiten, auch die Partnerinnen, die das aushalten müssen manchmal, das am Wochenende weg sein und irgendwie dann... Ja, und die auch unsere scheiß gute Laune morgen aushalten müssen. Genau, die scheiß gute Laune. Guck mal, gestern war total geil. Das ist auch nicht ganz einfach sicherlich, von daher, da gehen die Liebesgrüße, wie du genannt hast, hin. Ja. Und danke an dich, dass wir da sein durften, dass du uns die Zeit gegeben hast, mit dir sprechen zu dürfen. Und wir kommen gerne wieder. Nächstes Jahr zum Beispiel. Ja, genau. Ihr seht Bucketlist 2025. Nein. Gut, dann entlasse ich euch auch in euren schönen Abend. Wir sehen uns bestimmt gleich irgendwo. Auf jeden Fall, wir laufen uns sowieso heute noch über den Weg. Genau, genau. Euch da draußen übrigens danke fürs Zuschauen. Bucketlist, echt coole Band, lohnt sich. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.